Da hat man im früheren Mittelalter auch ein bisschen besser drauf geachtet, wo man die Häuser wie hinstellte, weil je nachdem, wie das Licht fiel, sahen die dann entweder besser oder schlechter aus. So. Ja, und ich glaube, das können wir so machen. Das ist schon okay so. Und damit haben wir das Gebäude fertig, würde ich sagen. Hier an der Seite weiß ich noch nicht so recht, ob wir da dann nicht doch auch irgendwas hinmachen. Kann aber sein, dass wir hier einfach... Ich glaube, hier machen wir tatsächlich Truhen hin. Und hier machen wir eine Theke hin. Und hier werden dann Waren ausgegeben. Ja, oder sowas in der Art. Und ich glaube, hier ist das Register. Das heißt, dort werden wir viele Bücherregale brauchen und auch eine Theke hinbauen. Mit einem Eingang, versteht sich von selbst. Und das ist dann sozusagen das Nachschlagewerk, wo aufgezeichnet ist, wann welches Schiff um wie viel Uhr reinkam, was es gelagert hatte, wie viel Steuern es dafür bezahlt hat und so weiter und so fort. Das finde ich eine sehr, sehr nice Idee. Und das heißt, wir brauchen jetzt gleich hierfür ordentlich Bücherregale. Auch für oben wollte ich ein paar Bücherregale haben. Und hier wollten wir... Was reinpacken? Kisten wollten wir hier reinpacken, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich pennen. Die Sterne sind schon da. Und gucken dann, was wir dann eigentlich so an Zuckerrohr da haben. Und anderen Gedöns, das wir brauchen, um Bücher zu machen. Zum Beispiel Leder. Das heißt, wir müssen vielleicht unsere Kühe auch nochmal füttern. Auch die wollen wir auch nicht schlachten. Wegen dem Leder Papier herstellen, Bücherregale herstellen und so weiter und so fort. Und das machen wir gleich alles nach einem kleinen Nickerchen. Gute Nacht. Kamillentee ist einfach etwas ganz Wunderbares. Nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch, wenn man die wohltuende Wirkung der Kamille schätzt. So, dann gucken wir mal, was unser Zuckerrohr so alles im Start hat. Können wir nochmal eine Frühstückskartoffel essen. Das schmeckt so unfassbar gut. Wunderbar, auf geht's. Was wir bisher so an Zuckerrohr angebaut haben, haben wir ja eigentlich nur gebraucht für unsere erste Bibliothek, die zu der wir jetzt laufen und die sich hinter unserem Hauptverwaltungsgebäude hier befindet. Da haben wir natürlich alles von den Bücherregalen. Die können wir aber natürlich auch nicht abreißen. Die gehören da ja hin. Also in diesem Gebäude hier, das ist ja unsere Bibliothek. Und das sieht auch schon sehr gut aus hier. Das heißt, wir könnten jetzt hier eventuell gleich auch unsere Kühe füttern. Und hier haben wir ein bisschen Zuckerrohr. Das können wir ohne Bedenken ernten, denn das wächst ja nach. Obwohl das hier eine rein dekorative Bestimmung hat, sag ich mal. Ich glaube, wir können aber gerade jedes bisschen Zuckerrohr gut gebrauchen. Deswegen gehen wir hier mal kurz baden. So, wunderbar. Hier ein kleines Stoßgebet. Wunderbar. Und weiter geht's. So, immer schön hinter einem die Tür zumachen. Und wir Zuckerrohren mal ordentlich. Hoffentlich fällt da nicht allzu viel nach nebenan. Leider aber doch. Das spritzt einfach zu sehr beim Ernten. Wäre schön, wenn es eine etwas weniger spritzende Erntemethode gäbe. Da gehen wir gleich einfach im Wasser zurück, würde ich sagen. Wunderbar. Dann gucken wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Und wie viel wir dann auch eigentlich brauchen. Kann sein, dass wir dann beim nächsten Mal nicht einfach alles mitnehmen und daraus Zuckerholz machen, sondern hier das einfach nochmal verlängern bis nach da hinten, denn ich glaube, Zuckerrohr werden wir durchaus gebrauchen können. Und hier für den Landstrich haben wir jetzt ja erstmal noch nicht so viel geplant, wobei wir hier natürlich auch einen fetten Gedächtnisstrand hätten machen können, wobei das hier ist natürlich eher Optik. Ne? Also das ist natürlich ein sehr fetter Strand. Für einen kleinen Moment dachte ich, das wäre Jingle Bells gewesen. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, in einer der Kisten haben wir auch noch Papier.
Weiß nur gerade nicht in welcher. Hier, wunderbar. Papier und 7 Bücher, wunderbar. 4 Leder, das ist natürlich viel zu wenig. Und das bedeutet, wir werden gleich ein bisschen schlachten gehen müssen. Und Papier ging nochmal wie? Jawohl. Wunderbar, dann machen wir hier auch nochmal gleich Paper. Gut. Packen wir dann hier gleich mal rein. Da haben wir noch, was haben wir denn hier? Das können wir mal stacken. Das können wir noch nicht stacken. Das können wir stacken. Das können wir stacken. Mal so ein bisschen aufräumen hier. So, jetzt werden wahrscheinlich die Dacharbeiten erstmal vorbei sein. Hier haben wir ordentlich Birkenholz. Das ist sehr gut. Das werden wir auch alles brauchen. So. Ja, das können wir eigentlich so lassen. Wunderbar. Spitzhacke. Das können wir auch stacken. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal kurz um unsere Felder. Und füttern unsere Kühe. Und dann können wir nämlich auch ein paar Kühe schlachten wieder. Um dann natürlich wieder Leder zu bekommen, denn wir brauchen das Leder für unsere Bücher und dann können wir auch in Ruhe unser Verwaltungsgebäude im Hafen ausbauen. Wunderbar, so, so, so und so. Und habt ihr es mitbekommen, let's play together. Wird zwar weitergeführt werden, aber ohne Gronkh, soweit ich es mitbekommen habe. Und das ist natürlich echt krass. Sehr, sehr krass. Er war ja sozusagen der Mitgründer der Geschichte und wird nicht mehr dabei sein. Das wird wirklich hart sein. Das wird natürlich trotzdem noch ein tolles Format sein, aber die Frage ist natürlich... was wird draus? Also ich glaube, die haben einen neuen Plan, die überlegen sich gerade hier. Studio 71, wollen da irgendwas mitmachen. Ja, bleibt uns wahrscheinlich abzuwarten, was daraus wird. So, liebe Kühe, euer, sozusagen euer Leichenschmaus. Lasst es euch schmecken. Ja. Es ist für alle was da. Keine Angst. Die Letzten werden die Ersten sein. Das trifft auch für die Schlachtbank zu. So. Noch 2. Noch 1. Und tschüss. Wunderbar. Dann lassen wir die mal kurz das ihr Geschäft verrichten. Da dürfte es jetzt sehr ordentlich rund gehen. Dann packen wir mal unser Schwert raus, unser verzaubertes. Und ich glaube, euch kann man bereits zu Leibe rücken. Dankeschön. Ja, das tut mir sehr leid, aber das muss leider sein. Wir brauchen viele Bücher, denn nur so können wir... Deswegen seid ihr überhaupt da, liebe Kühe. Das wisst ihr aber, glaube ich. So. Wichtig ist, dass man überhaupt noch irgendeine erwachsene Kuh da lässt, denn irgendjemand muss diese jungen Kühe, ja, die wir jetzt fabriziert haben, auch erziehen. So. 27? Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wunderbar. Haben wir ordentlich dezimiert. Müssen wir natürlich wieder nachpflegen, aber das ist gar kein Problem. So, dann machen wir mal ein paar Bücherregale. Ich dann in die gute Stube. Holen wir uns mal unser Papier, beziehungsweise wir können gleich mal unser neues rohes Rindfleisch, 42, können wir gleich mal braten, ist klar. So, wunderbar.
Und wir holen uns unser Papier. Das Leder auch noch dazu. Und dann machen wir Bücher. Und wie ging das nochmal mit den Büchern? Leder in die Mitte. Papier außenrum. Jawohl. Oh Gott, das ist total wenig eigentlich, was wir da haben. Okay, 31 Bücher. Da bin ich ja mal gespannt, welche wir da wieder eigentlich mit rauskriegen. Ich glaube, so ging ein Bücherregal. Und das können wir natürlich auch unterschiedlich farbig machen. Das heißt, wenn wir da jetzt, glaube ich, Fichte drunter packen, das testen wir mal, dann können wir, glaube ich, auch dunkle... Tja, wie war denn das nochmal? Ja, so war das. Okay. Aber Bücherregal ist Bücherregal, sieht immer gleich aus. Das heißt, wir können auch ein anderes Holz nehmen, zum Beispiel Birke. Da haben wir jetzt gerade irgendwie mehr wie von allen anderen. Das packe ich jetzt einfach mal dahin, weil wir halt einfach gerade welches brauchen. So, 10 Bücherregale haben wir nur. Das ist echt wenig. Wir brauchen wirklich mehr Leder, wir brauchen mehr Papier. Aber mit den 10 können wir zumindest ja schon mal ein bisschen was anfangen. Ah ja, hier haben wir noch ein Buch. Noch 8 Bücher, da können wir noch ein bisschen was machen draus. So. Noch genau 2 Bücherregale, würde ich mal behaupten. So. Okay, und kann man eigentlich auch unterschiedliche Holzsorten mischen? Ach komm mal, jetzt fehlt mir ein Stück Holz. So, Bücher. Eins, zwei. Gut, besser als gar nichts. Dann haben wir nämlich 12 Bücherregale. Und ja gut, damit können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Wir brauchen aber wirklich definitiv mehr davon. Und das bedeutet, dass wir unbedingt auch mehr Zuckerrohr brauchen. Und wir müssen uns intensiv um die Vermehrung unserer Kühe kümmern. Weil wir brauchen Leder, Leder, Leder ohne Ende. So, gut, Fleisch haben wir. 18 Kartoffeln haben wir aber sowieso noch. Das reicht noch ewig. Gut, dann würde ich sagen, wir machen kurz ein kleines Nickerchen. Und dann geht es weiter. Bis gleich. Ah, lecker Kamillentee. So. Und auf mit unseren 12 neuen Bücherregalen, die wir jetzt gerade gecraftet haben. Zu unserer Hafenstadt, zu unserem Hafen und unser Verwaltungsgebäude einrichten. Wir brauchen einen Tresen, jeweils 2 Bedienungstheken und Kisten und Bücherregale. Haben wir alles da? Holz haben wir auch genug da? Wunderbar. So, und mich wundert ja eigentlich, warum diese Bäume hier nicht wachsen. Fände ich eigentlich voll geil, diese Mammutbäume. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wenn ihr einen Tipp habt, gerne damit in die Kommentare. So. Hier ist es ja auch noch relativ dunkel. Das kann aber auch so ein bisschen an dem Shader-Gedöns liegen. Gefällt mir ganz gut, dass wir hier eigentlich auch oben noch so einen Rahmen haben und nicht direkt aufsitzen. Dadurch wirkt das auch nochmal einfach wesentlich geiler. So, das gute alte Minecraft-Lied. Links machen wir, genau, die Buchhaltung sozusagen. Das heißt, dort wollen wir auch unsere Bücherregale reinpacken. Aber ich würde sagen, wir packen die nicht einfach nur so rein, sondern wir lassen uns da so ein bisschen was einfallen. Gut, wir können ja sowieso clever sein und einfach zum Beispiel auch 1 sparen. Nee, oder? Jetzt hat sie Bücher gedroppt, aber das Leder nicht. Konnte man nicht Bücherregale einfach so abbauen?
Seit wann geht das nicht mehr? Crap. Gibt's ja gar nicht.